Kapitel 24. Latias, der Außenseiter unter den Legenden. Das Ende der Reise stand kurz bevor, das war uns allen klar. Die kommende Begegnung mit Giratina wäre wohl das Letzte, was vor dem großen Finale gegen die dunkle Materie und ihren Lord noch geschehen würde. Uns allen war klar, welche Gefahren Giratinas Zerrwelt mit sich bringen würde. Jeder würde den Anblick haben, der ihn am besten widerspiegelte. Aber keiner von uns hatte etwas zu verheimlichen. Wir alle waren bereit und betraten gemeinsam das Portal in die Zerrwelt. Kaum betrat ich diesen Ort, verschwand alles um mich herum. Bald jedoch stabilisierte sich meine Vision wieder und ich landete an einem mir fremden Ort. Es war die Zerrwelt. Auch meine Freunde kamen nach und nach dazu. Manche von uns wurden offensichtlich durch diese Welt beeinflusst. Diejenigen, die sich kein bisschen veränderten, waren Black, Dark, Spark, Eevee, Bulbi und Sejong. Bei mir selber wusste ich es nicht genau, aber ich konnte mir schwer vorstellen, dass Latios visuell aussah, als hätte er eine Mega-Entwicklung durchgeführt und ich nicht. Lord Ecke sah sehr ähnlich aus wie damals, als er das reine Element absorbiert hatte. Nur seine Farbe war etwas dunkler. Funkenherz hatte etwas Ähnliches durchgemacht wie ich und Latios. An diesem eigenartigen Ort sah sie aus wie ein Luxio. Ein relativ kleines, muss man ehrlich sagen, aber trotzdem ein Luxio. Das letzte Pokémon in unseren Reihen war Shinux. Dieser hatte eindeutig die größten äußerlichen Veränderungen durchgemacht. Was genau es war, schwer zu beschreiben. Dieses Wesen hatte äußerlich nichts mehr mit Shinux zu tun. Es war sehr offensichtlich, dass das, was er nun war, wirklich Darkrais Sohn repräsentieren sollte. Papa, bist du das? Zuerst wirkte Shinux sehr verwirrt, bis er selber realisierte, was mit ihm geschehen war. Ja, das hier ist wohl, was ich wirklich bin. Dieser Gedanke schien Shinux ziemlich zu frustrieren. Aber Bulbi war natürlich sofort bei ihm, um ihm Beistand zu leisten. Irgendwo bist du immer noch Darkrais Sohn. Aber das ist für keinen hier etwas Neues. Und das interessiert auch keinen, was du eigentlich bist. Wir alle wissen, wie du bist und stehen dir trotzdem zur Seite. Ja, ich weiß. Es ist trotzdem eine schmerzhafte Erinnerung. Aber wir sollten uns nicht von mir aufhalten lassen. Lasst uns Giratina suchen. Langsam gingen wir den merkwürdigen Weg weiter. Immer wieder glaubte ich, seltsame Formen im Augenwinkel zu erkennen. Eigenartige Geräusche ertönten, wieder und wieder. Irgendwann erreichten wir das Ende des Weges. Eine große Fläche. Eine Stimme ertönte. Was wollt ihr in meinem Reich? Eure Anwesenheit hier ist nicht erwünscht. Kaum begann das Gespräch mit dem Wächter, schaltete Black sich wieder als erstes ein. Wir sind auf der Suche nach dir. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Ihr betretet unerlaubt mein Reich und verleiht dann noch meine Unterstützung. Was denkt ihr, wer ihr seid? Die Felsen, auf denen wir standen, begannen zu beben, als sich aus dem seltsamen Strudel unter ihnen ein riesiger Schatten erhob. Ein unfassbar großes Monstrum erstreckte sich nun vor unserer Plattform. Ich bin Giratina, Gott der Zerrwelt. Ihr habt eine schlechte Entscheidung getroffen, als ihr hergekommen seid. Jetzt lass mich erstmal klären. Wenn du mich anhörst, verstehst du uns sicher. Schweig, Sterblicher. Ich habe niemanden anzuhören. Darkrai war mein einziger Herrscher. Seitdem er fort ist, stehe ich wieder alleine als Herrscher meines eigenen Reiches. Aber du bist immer noch ein Wächter der dunklen Welt. Nein, das bin ich nicht. Und ich war es auch nie. Ich war bloß Darkrais Anhänger. Er war der Anführer eurer jämmerlichen Welt und ich stand an seiner Seite. Dass ihr mich als Wächter gesehen habt, ist alleine euer Problem. Black wirkte nicht so, als würde er die Debatte bald beenden wollen. Aber... Kein Aber. Ihr alle seid eingedrungen in mein Reich. Verlangt meine Unterstützung. Ihr werdet alle zahlen, ohne weitere Diskussion. Ihr seid alle wertlos. In dieser Welt gleich noch einmal. In den letzten Jahren bin ich eins mit diesem Ort geworden. Trefft euren Untergang.
Natürlich würde Geratina uns nicht ohne einen Kampf gehen lassen und schon gar nicht helfen. Gerade als ich angreifen wollte, verfiel Shinux wieder in seinen seltsamen Zustand. Nur dass es dieses Mal selbst seine Stimme beeinflusste. Wie kannst du närrisches Monstrum es wagen, so mit dem Sohn deines Meisters zu sprechen? Du hast mir zu gehorchen! Dieser Ausruf war natürlich besorgniserregend, aber vielleicht würde Giratina ja tatsächlich dadurch umgestimmt werden können. Du hast deinen Vater verraten. Du hättest dich der Dunkelheit früher anschließen müssen. So wie die Dinge geschehen sind, muss ich dir nicht gehorchen, sondern du mir. Gut, wie du willst. Dann wirst du mit deinem Blut bezahlen. Spätestens jetzt war klar, dieses Wesen war nicht mehr Shinux. Und als würde Schatten es formen, erschien auf einmal ein unfassbar langes Schwert in seiner Hand. Ich bemerkte die Unsicherheit in den Augen aller. Doch wir alle waren uns offensichtlich einig. Auch wenn wir nicht wussten, was dieses Wesen war. Es kämpfte auf unserer Seite. Es war in dieser Schlacht unser Mitstreiter. So zeigt die Zerrwelt also dein wahres Gesicht. Das legendäre Schwert Blutklinge befindet sich also in deinem Besitz. In jeder anderen Lage wäre ich ein Narres herauszufordern, doch nicht in meiner eigenen Dimension. Während die anderen diese Aussage großteils ignorieren konnten, stockte mir der Atem. Anders als die anderen aus unserer Gruppe hatte ich den Namen Blutklinge bereits gehört. Die Blutklinge war ein legendäres Schwert, dessen Existenz jedoch nie bewiesen wurde. Ihm wurde nachgesagt, dass es der Bringer der schwärzesten Finsternis und eine der mächtigsten Waffen, die je kreiert wurde, sei. Nur die treuesten Boten der Nacht könnten es führen, um so die stärksten Krieger ihrer Armeen zu werden. Es war ein einzigartiges Werk, geschaffen von einem gottesähnlichen Schmied unbekannter Herkunft. Und diese Waffe war all die Zeit in Shinux Besitz gewesen? Oder auch nicht? Was auch immer dieses Ding nun war. Aber Blutklinge beiseite. Das einzige Thema, das zählte, war der Kampf gegen Giratina, der nun begann. Die Dinge, die Floink über seine Schlacht gegen Giratina erzählt hatte, waren in diesem Kampf alle irrelevant. Diese Ausgeburt der Zerrwelt hatte nichts mehr mit dem früheren Giratina zu tun. Es war schlicht viel mächtiger. Giratina verzerrte Raum und Zeit, was Orientierung schlicht unmöglich machte. Ich flog einige Meter nach vorne und auf einmal war ich wieder am Ausgangspunkt oder in eine ganz andere Richtung unterwegs. Neben diesen Tricks griff er natürlich auch mit seltsamen Techniken und vor allem Hieben mit seinen schattigen Stacheln an. Inzwischen war er auch nicht mehr als ein riesiger Schatten, der sich über unseren Köpfen erstreckte. Er war wahrlich zum Gott dieser Zerrwelt geworden. Selbst Blutklinges Herrscher schien Probleme zu haben. Kleinere als der Rest von uns, aber trotzdem zu viele, um effektiv gegen Giratina vorzugehen. Es schien so, als hätte Giratina recht gehabt. Er war der Herrscher dieser Welt. An diesem Ort konnten wir ihn nicht besiegen. Manche von uns wurden durch die Zerrwelt gestärkt, doch keiner im Ansatz so sehr wie Giratina selber. Doch mitten in diesem hoffnungslosen Getümmel erklang auf einmal ein ohrenbetäubendes Brüllen. Ich war mir erst nicht sicher, ob dieses Geräusch Giratina gewesen war, doch seine ebenfalls überraschte Reaktion zeigte, dass dies nicht der Fall war. Irgendjemand oder irgendetwas war noch in der Zerrwelt, mit dem wir alle nicht gerechnet hatten. Doch ein plötzlicher Angriff aus dem Nichts brachte uns Hoffnung. Was auch immer dieses Wesen war, es griff Giratina an. Es stand auf unserer Seite. Und kurz darauf sahen wir auch endlich, wer uns zur Hilfe geeilt war. Ein zweites Monstrum, ähnlich groß wie Giratina, kam angeschossen, um sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Herrscher dieser Welt zu liefern. Zwar war uns sein Aussehen nicht ganz bekannt, aber es war klar, welches Pokémon von der Zerrwelt so verändert wurde. Das wahre Ich des vielleicht stärksten legendären Pokémon entfaltete sich vor unseren Augen. Auch Giratina erkannte seinen neuen Feind. Du, von all den Pokémon, wieso kommst du an diesen Ort als größter Außenseiter unter den Legenden? Selbst ich treffe auf mehr Akzeptanz, Groudon.
Ein alter Bekannter war uns in seiner ältesten Form zur Hilfe geeilt. Das, was sich uns hier darbot, war die ursprüngliche Form, von der er uns damals erzählt hatte. Seine Form als Weltengeist. Und durch diese Macht konnte er selbst den Herrscher dieser Welt herausfordern. Hör zu, du Schattenausstoß! Du hast hier nichts mehr zu sagen. Du solltest in deinem eigenen Sinne besser kooperieren. Du glaubst also wirklich, dass deine alte Form stark genug ist, um mich in dieser Welt zu schlagen. Auch du bist nichts weiteres als ein Eindringling. Und auch dich werde ich zerstampfen. Selbst Blutklinge kann mich hier nicht stoppen. Ja, weil Blutklinge unter dem Einfluss dieser Welt leidet. Ich werde stärker. Wenn du einen Beweis für meine Überlegenheit willst, dann hol ihn dir doch. So begann die Schlacht zwischen zwei gottgleichen Gegnern. Der Rest von uns konnte nicht viel anderes machen, als daneben zu stehen und zuzugucken. Es war ein wirklich beeindruckendes Schauspiel. Und Groudon zeigte uns, welche Macht wahrlich in ihm steckte. Dieses Wesen war mächtiger als Darkreis Lichtform. Mächtiger sogar als der dunkle Rächer. Und auf Dauer hatte Giratina keine Chance, mit ihm mitzuhalten. Genug! Bitte, es reicht! Ich kooperiere! Groudon hatte es komplett alleine geschafft, Giratina dazu bezwingen, uns zu helfen. Kannst du Kontakt zu Yveltal aufnehmen, Giratina? Er hat zugesagt, auch zu helfen, wenn du das tust. Auf einmal wirkte der Zerweltkönig perplex. Yveltal hilft auch? Sag es doch gleich! Wenn er dabei ist, lasse ich ihn nicht im Stich. Ich lasse meine Gedanken unkommentiert. Als wir nach und nach die Zerrwelt verließen, erwartete Yveltal uns bereits am Eingang. Ich blickte in unsere Runde und sah, dass nicht jeder wieder normal aussah. Groudon, Giratina, Lord Ecke, Funkenherz. Nur Scheinux nicht. Er trug immer noch die Blutklinge in den Händen und sah ein bisschen aus wie Darkrai. Was bist du und wo ist Papa? Funkenherz war die Erste, die mit dem Wesen in Kontakt trat. Es wirkte nicht feindselig, glücklicherweise. Einen wahren Namen habe ich nicht. Und dein Vater ist ein Teil von mir. Oder ich ein Teil von ihm. Wie man es sieht, die Zerrwelt hat mich befreit. Aber ich denke, es ist Zeit für mich zu gehen. Die Dunkelheit, die Scheinung so oft kontrollierte, war ich, wie ich stärker und stärker wurde. Ich stehe auf eurer Seite. Aber nun werde ich wieder Platz für euren Freund machen. Ich werde ihr auch wiederkehren, wenn ihr mich braucht. Ruft mich einfach hervor, dann werde ich kommen. Auf bald. Sofort nach dieser kleinen Ansprache verschwanden die finsteren Partikel wieder im Inneren von Scheinux Körper. Er selber wirkte ziemlich durcheinander. Was zur Hölle ist gerade passiert? Bulbi entschied sich schnell und weise. Lass uns das später klären. Zuerst sollten wir uns um Groudon kümmern. Um Groudon? Wie? Erst jetzt schien er den Godzilla zu bemerken. Ich bin noch ziemlich durch den Wind. Während Bulbi sich um ihren Gefährten kümmerte, wandte Ivy sich bereits an Groudon. Was tust du hier? Du solltest doch beim Stamm sein. Und sie beschützen. Das hatte ich dir doch aufgetragen. Ich fand Ivys Wut wirklich übertrieben. Vor allem, da er uns gerade gerettet hatte. Aber Groudon selber schien sie gut nachvollziehen zu können. Ich habe realisiert, dass ich nach meinen Taten, gerade in der Menschenwelt, der ganzen Welt etwas schulde. Ich habe mich mit Blatt abgesprochen, der den Stamm weiterhin führt, und mich entschieden, euch zur Hilfe zu kommen. Wie ich sehe, war es eine gute Entscheidung. Es wirkte ein wenig so, als würde Ivy krampfhaft versuchen, irgendwie einen Groll gegen Groudon zu hegen, es aber nicht schaffen. Nun, ach, danke, schätze ich. Ich übernahm kurz die Debatte. Ich danke dir im Namen von uns allen und wir freuen uns über deine Mithilfe. Mit dir haben wir ein wirklich unfassbar starkes Team. Ich wandte mich an alle drei neuen legendären Teamkollegen. Seid ihr alle inzwischen eingeweiht, was die Mission ist? Alle nickten bloß. Dann müssen wir uns auf die Suche nach diesem Kerl machen. Ich denke, wir sollten als erstes in den Wald gehen, wo wir die dunkle Materie bei unserer Ankunft getroffen haben. Jeder schien mit diesem Plan einverstanden zu sein. Wieder lagen große Dinge hinter uns. Dieses Etwas in Scheinux, Groudon,
Yveltal und Giratina, die sich alle dem Team anschlossen. Und die Reise stand nun wahrlich vor ihrem Ende. Doch es gab noch eine Sache, die ich vorher definitiv regeln wollte. Eevee und Spark.